Hallo und herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr heute auch wieder mit dabei seid. Ich begrüße euch heute aus Hamburg und freue mich riesig, wie ihr diesen breiten Strahlen entnehmen könnt, denn ich darf euch heute was richtig schön britisch Exklusives vorstellen. Die Rede ist von keinem geringeren als von dem neuen Bentley Mulliner Batour. Der steht jetzt hier endlich neben mir, ist auf unglaubliche 18 Stück limitiert und alle 18 Stück sind schon verkauft. Ihr fragt euch jetzt, was kostet dieser Batour? Es sind knapp 2 Millionen Euro und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass alle 18 Fahrzeuge schon vor Release verkauft worden sind, was einfach nur extrem verrückt ist. Und ich glaube, da können wir einfach nur hoffen, dass wir ab und zu mal auch dieses Fahrzeug auf der Straße sehen dürfen und sie nicht alle 18 in irgendwelchen privaten Sammlungen untergehen. Ja, wir haben natürlich hier ein richtig schön leistungsstarkes Fahrzeug und zwar das leistungsstärkste Fahrzeug, das Bentley bisher gebaut hat. 740 PS sind es, um genau zu sein, und ein maximales Drehmoment von 1000 Newtonmeter. Unter der Haube, da befindet sich ein richtig netter W12 Motor, was einfach nur verrückt ist. Ja, und insgesamt finde ich dieses Design hier von Batour extrem gelungen. Ich denke, auch ihr erkennt es auf den ersten Blick, es hat sich einiges getan. Die typisch Bentley-runden, glitzernden Augen, die sind gewichen und jetzt sind sie einfach ein bisschen schmäler und geben dem Fahrzeug, wie ich finde, dadurch einfach nochmal ein bisschen mehr Breite. Nicht nur die Leuchten hier geben dem Fahrzeug eine richtig schön bullige Breite, sondern es ist eben auch die Linienführung beim Fahrzeug. Hier, wir haben überall ganz viele schöne kleine Details, hier oben drauf auch nochmal eine Flanke, die dem Fahrzeug einfach diese wahnsinnig bullige Karosserie verleihen. Hier oben drauf gibt es dann auch nochmal so zwei kleine Luftauslässe, hier unten natürlich einen netten Frontsplitter und ja, hier am Grill hat sich auch ein bisschen was getan. Der ist nicht nur gewachsen und jetzt noch aufrechter, sondern er lässt sich jetzt auch beleuchten, was mega stark ist. Ja, und wenn wir dann noch ein bisschen weiter an die Seite gehen, trägt der Batour hier 22 Zoll Felgen, was total crazy ist und hat ein richtig schönes Felgendesign. Dieses Felgendesign kommt aus dem 3D-Drücker, total verrückt und matcht sich, wie ich finde, wahnsinnig schön hier mit den Bremssätteln in Rot. Ja, und hier lässt sich auch so ein bisschen was drehen und das B stellt sich dann eben selbstständig wieder auf. Sehr, sehr cool. Ja, wenn wir noch ein bisschen weiter nach hier hinten gehen, fällt erstmal auf, dass wir hier natürlich ein wahnsinnig sportliches Coupé stehen haben. Aber durch die Mulliner Ausstattungsvariante ist es hier halt eben möglich, das Fahrzeug komplett zu individualisieren. Das heißt, es gibt eigentlich keine Grenzen, was dieses Fahrzeug hier angeht. Das heißt, es gibt zahlreiche Mulliner Farben und dann gibt es halt noch die Möglichkeit, seine eigenen Farbkombinationen hier in das Fahrzeug zu bringen. Ich mache jetzt einmal die Tür auf, damit ihr einen kleinen Blick reinwerfen könnt. Und dann seht ihr, glaube ich, auch schon, was ich meine. Es ist ein wahnsinnig hochwertiges Fahrzeug. Übrigens alles von Hand gearbeitet hier bei diesem Fahrzeug. Alle 18 Modelle werden von Hand gebaut. Ja, neben ganz viel Farbkombinationen, Ledermöglichkeiten, gibt es dann auch die Möglichkeit hier auf goldene Element. Auch die würden dann aus dem 3D-Drucker kommen und haben dann gleichzeitig auch noch 18 Karat, was total crazy ist. Ein Seitenschweller gibt es auch. Auch der ist hier richtig schön hochglanzschwarz lackiert und das gibt natürlich auch dem Fahrzeug nochmal so eine gewisse Schärfe. Neben mir, da steht noch so ein kleines Beiwerk vom Fahrzeug, denn man bekommt passend zur Mulliner Ausstattungsvariante auch das passende Gepäck, dass man dann halt eben im Fahrzeug gut unterbringen kann. Und seht es mal genauer an, also ist das gleiche Interieurdesign wie auch im Fahrzeug. Wir haben hier wahnsinnig viele schöne Nähte und Kontraste. Und auf der anderen Seite, ich drehe einmal die Tasche noch, steht es dann auch nochmal drauf, Batour, damit man halt sein Gepäck eben nicht verwechseln kann mit einem anderen Fahrzeug. Jetzt schauen wir noch einmal ganz kurz aufs Heck. Auch das sieht mega scharf aus, wie ich finde. Hier oben gibt es einen kleinen Spoiler.
Der lässt sich natürlich dann auch so ein bisschen ausfahren. Übrigens, angeblich soll erst bei 340 km/h hier die Höchstgeschwindigkeit erreicht sein. Deshalb glaube ich, dass man den für den Anpressdruck auch schon wirklich gut gebrauchen könnte. Mega, mega schön finde ich hier diese extra schlanken Rückleuchten. Ich finde, die geben dem Fahrzeug von hinten nochmal so eine gewisse Note an Eleganz. Und ach ja, das gefällt mir schon richtig gut. Hier unten an den Endrohren, da gibt es auch nochmal so eine Kleinigkeit, denn auch die kommen aus dem 3D-Drucker, sind aus Titan. Also das ist schon wirklich, wirklich verrückt und natürlich, wie soll es anders sein, bei Bentley sind sie von Akrapovic. Das heißt, wir dürfen, glaube ich, sobald wir dieses Fahrzeug nächstes Jahr 2023 irgendwann mal fahren dürfen, können wir schauen mal auch diesen wundervollen Sound anhören. Ich würde sagen, wir schwingen uns jetzt einmal gemeinsam ins Fahrzeug, um das Interieur im Detail anzuschauen. Im Interieur angekommen, überlege ich mir gerade, wie komme ich da vorne durch die Tür und wie zum Teufel komme ich an den Fahrzeugschlüssel. Naja, ich glaube, bei knapp 2 Millionen haben sie den Fahrzeugschlüssel wahrscheinlich ziemlich gut versteckt. Schauen wir mal, was noch so passiert heute. Aber zurück zum Bentley Mulliner Batur. Ihr seht es ja, der Innenraum, der schreit vor Luxus. Also ich finde es wahnsinnig schön und auch hier sieht man schon, wie viele Farbkombinationen oder Farbmöglichkeiten es bei den Mulliner Varianten gibt. Wir haben hier jetzt, glaube ich, 3 oder 4 verschiedene Rot-Orange-Töne mit dabei, die sich aber wirklich sehr, sehr, sehr gut matchen. Vor allem in Kombination hier mit diesem wundervollen Nappa-Leder. Aber Bentley bietet nicht nur Nappa und bestes Leder an, sondern mittlerweile sagen sie auch, hey, wir möchten auch recycelte Materialien anbieten. Und das machen sie jetzt nun mal inzwischen auch. Das heißt, man muss nicht unbedingt Leder nehmen. Ich finde es aber trotzdem wahnsinnig schön. Ja, die Sitze total komfortabel. Wie soll es anders sein? Und auch hier super viel Liebe zum Detail. Kontrastnähte. Hier steht auch nochmal Batur drauf. An der Kopfstütze auch nochmal das Bentley-Logo. Und sogar die Kontrastnähte sind zweifarbig gehalten, also das ist wirklich total verrückt. Ja, und das Fahrzeug ist übrigens ein zweisitzriges Coupé, das heißt, hinter mir ist eigentlich nur noch so eine kleine Notsitzbank, wo dann halt eben das individualisierte Mulliner Gepäck stehen kann. Hinter mir steht jetzt noch ein Koffer, der andere steht neben dem Fahrzeug, den habe ich euch gerade schon gezeigt. Ja, exklusiv bzw. luxuriös geht es dann an der Mittelkonsole weiter. Und zwar habe ich euch ja gerade schon gesagt, es gibt 3D-Design-Elemente aus 18 Karat Gold. Und das finden wir hier jetzt in diesem Fahrzeug tatsächlich auch. Und zwar hier am schönen großen Drehknopf. Ich weiß gar nicht, ob man den jetzt hier so abbauen könnte und ich den wenigstens mit nach Hause nehmen kann. Ich weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall verdammt schön aus, wie ich finde. Dann ist alles schön plan gehalten, schön viele Knöpfe mit Schnellzugriffen, auch das mag ich total gerne. Hier vorne die klassisch analoge Bentley-Uhr, hier vorne auch total schön gemacht und da vorne rechts steht dann auch nochmal Batur drauf. Ja, abgerundet wird das Ganze natürlich dann von der Einstiegsleiste, da steht auch nochmal schön groß Batur und Mulliner drauf und es gibt auch ein nettes Begrüßungslicht, was dann von den Außenspiegeln eben auf den Boden projiziert wird. Ich steige jetzt einmal aus und möchte euch noch so ein bisschen was zum Fahrzeug noch mal sagen. Eben das Fahrzeug ist limitiert auf unglaubliche 18 Stück. Er löst damit den Bacalar so ein bisschen ab. Auch den gab es nur 18 Mal, war komplett ausverkauft, bevor er überhaupt eine Straße gesehen hat. Und hier ist es jetzt eben wieder so. Insgesamt kann man sagen, ist das leistungsstärkste Fahrzeug, das Bentley bisher auf den Markt gebracht hat, mit 740 PS und vermutlich auch eines der teuersten mit knapp 2 Millionen in Deutschland. Und ganz nebenbei verrät Bentley hier mit dem neuen Batur halt eben auch die neue Designsprache, die sehr, sehr wegweisend für die Zukunft von Bentley sein wird.
Ich glaube, wir dürfen gespannt sein auf die Zukunft von Bentley. Ich glaube, es wird nicht langweilig und drücken wir alle mal die Daumen, dass ich dieses wundervolle 2 Millionen Euro Fahrzeug ganz bald auch mal fahren darf. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, bei Bentley für die wundervolle Möglichkeit, hier heute in Hamburg mit dabei sein zu können. Und ein Abo und Like macht mich natürlich auch immer riesig happy. Auch wenn ihr uns auf unseren Webseiten besucht, der-autotester.de oder ninacamarea.de. Ja, falls ihr auf der Suche nach eurem Traumfahrzeug seid, dann schaut unbedingt mal bei unserem Leasingpartner nurleasing.com vorbei. Und jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.